Und was gibt's Neues? Alle Befunde sind bisher negativ. Ja, warum sollen Sie auch das Endergebnis abwarten, bevor Sie mir berichten? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Sie hat noch jemanden gesehen. Das ist nichts Neues, sondern nur Altes. Verdammt, wieso hat Gott den menschlichen Körper so geschaffen? Ein Mann im Rollstuhl. Hier im Krankenhaus? Dann mache ich mir ja gleich in die Hose. Und er hatte einen Hund. Sie halluziniert Stark, unseren letzten Patienten. Wenn es Stark ist, würde er keine Patientin heimsuchen, sondern mit Sicherheit die Ärztin, die ihn getötet hat. Möglicherweise hat sie nur zugehört, wie jemand das erwähnt. Möglicherweise? Halten Sie es für möglich, dass die Alternative zutrifft? Nein. Dann verschwinden Sie. Wir vergeuden nur unsere Zeit. Wir haben schon 32 Tests gemacht und könnten nochmal 100 machen, wenn wir nicht wissen, woran Sie die Mutter gestorben ist. Sie werden nochmal 100 machen müssen. Und mit Sie meine ich die Personen, die für Menschenleben 24 Stunden durcharbeiten würden. Wollen Sie eine Fahrgemeinschaft? Was für eine Reaktion haben Sie von mir erwartet? Genau die, die Sie gezeigt haben. Ich habe da so eine Theorie. Vielleicht klären Sie mich ja auf. Schwarzer Mormone gleich pervers gleich Masochist. Ich glaube, bei der Zeugung dieses Bastards war Gewalt im Spiel. Habe ich recht? Lassen Sie meinen Sohn daraus. Ich meinte nicht Ihren Sohn, mein Freund. Ich meinte Sie. Warum fragen wir nicht Sie selbst, woran Sie starben? Weil sie es uns nicht sagen wird. Sie denkt doch, ihre Mutter wäre noch am Leben. Ich meine nicht die Patientin, sondern die Mutter. Cool. Kommen Sie. Was hat das alles zu bedeuten? Redet ihr jetzt in so einer Geheimsprache? Tut mir leid, ich werde das nächste Mal visuelle Hilfsmittel einsetzen. Was kommt jetzt? Ich bin Dr. House. Ist Ihre Mutter auch da? Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Sie würden mich doch nur als Lügnerin oder Irre hinstellen. Das werde ich nicht tun. Ich möchte nur wissen, was sie zu sagen hat. Was wollen Sie? War sie, als sie noch ein Kind war? Nein, nicht Sie, der Typ da. Der Mann im Rollstuhl? Nein, er ist älter. Eigentlich sieht er Ihnen ähnlich. Ja, das ist groß von der Haus. Sagen Sie ihm, er soll es nochmal mit einer Überlandleitung versuchen. Hatte Ihre Mutter furchtbare Schmerzen? Ich heiße Walter. Er sagt, sein Name ist Walter. Kann ich dir vielleicht helfen? Meine Patientin unterhält sich mit meinem Opa Walt. Du hast einen Großvater Walt? Nein. Und deshalb kam mir der Verdacht, dass sie nicht wirklich einen Draht ins Jenseits hat. Was soll auf einmal diese Manie in puncto Jenseits? Die einzige Manie, die ich habe, sind die Idioten im Diesseits, die sich einbilden, es würde ein Jenseits geben. Und von mir willst du wissen, ob... Gar nichts. Ich brauche nur einen Ort zum Abhängen. Ich bin vielleicht verspukt. Und wieso? Weil meine demnächst hirnmausetote Patientin mich, wenn ich ihr glaube, möglicherweise mit ihrer toten Mutter sprechen lässt. Deren Existenz du aber abstreitest. Exakt. Der Geist ist eine Halluzination, die auf einer wahnhaften Störung beruht, die wahrscheinlich die Folge einer Erbkrankheit ist, an der die Mutter starb, als die Patientin 4 war. Du denkst, du kannst Kontakt zu ihrem unterbewussten Gedächtnis aufnehmen mit einer Kontaktaufnahme zu ihrer Halluzination? Mhm. Sie kennt vielleicht nicht die Todesursache ihrer Mutter, aber sie weiß bestimmt noch, wie sie sich davor verhalten hat. Du bist im Augenblick ganz schön von dir beeindruckt, nicht? Wie wäre das nicht? So, das war wohl lange genug. Bin gleich wieder da. Lass dir ruhig Zeit. Ist mein Großvater noch hier? Nein, ihr kommt sicher gleich wieder. Er wollte sich nur kurz warme Milch holen. Aber Ihre Mom ist noch hier. Ja, natürlich. Ich weiß, jetzt geht es ihr gut. Aber als Sie 4 oder 5 waren, wurde sie krank. Nein. Sind Sie sicher? Sie hatte keine Schmerzen? Ich hatte keine Schmerzen. Sie hat nur viel geschlafen. Sie blieb manchmal den ganzen Tag im Bett. Ist sie irgendwann mal gestürzt? Ja, natürlich. Jeder Mensch fällt doch hin und wieder hin. Sie ist hin und wieder hingefallen, doch nicht so oft. Wie oft? Vielleicht passierte es doch öfter als hin und wieder ab und zu.
Das eine Mal im Badezimmer, erinnerst du dich? Ich weiß es noch wie damals. Einmal hatte sie sich den Kopf am Waschbecken angeschlagen und alles war voller Blut. Sogar mein Pullover war voll. Ich... Sie wurde abgeholt. Ja, ja, und dahin gebracht, wo sie behandelt wurde. Aber davor, ich meine, ihre Arme und ihre Beine, lief sie irgendwie eigenartig. So ein bisschen gebückt. Ich dachte immer, das hat was mit dem Bauernhof zu tun. Was war mit ihren Händen? Hatte sie Schwierigkeiten beim Nähen oder beim Bluse zumachen? Nein. Aber manchmal haben meine Hände so gezittert, als wäre mir kalt. Ich habe das nicht ganz verstanden. Sie hat sehr oft gezittert, so als wäre ihr kalt. Geben Sie L-Dopa und Bromokriptin. Es ist Parkinson.